Hi Leute. Oh mein Gott, ich fühle mich wie so ein. Oh nee. Ja, hi. Hi erstmal. Danke, dass ihr gerade reingeschaltet habt. Falls es ein bisschen schallt, tut mir leid, ich bin gerade in einem Raum, den ihr nicht von mir gewöhnt seid. Oh mein Gott, ich hätte noch länger Pause machen müssen. Egal. Auf jeden Fall. Die ein oder andere werden jetzt wahrscheinlich freuen, dass ich endlich mal wieder nach gefühlten 10 Jahren ein Video hochlade. Das hatte natürlich auch einen Grund. Erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr mich unterstützt habt die ganze Zeit, dass wir einfach schon über 1000 Leute auf dem Kanal seid. Mir gefällt, was ich mache. Ich freue mich auch, wenn ich so viele von euch unterhalten kann. Wenn ihr es merkt, ich versuche mir wirklich Mühe zu geben, euch zu unterhalten. Und falls es irgendwas gibt, was euch nicht so gefällt oder was ich lieber lassen sollte oder irgendwelche Sachen gibt, die ich mal ausprobieren soll, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Und wenn das nicht geht, dann schreibt mir einfach per Instagram oder so. Das ist ja auch die eine Sache. Es haben mir gefühlt so viele Leute auf Instagram geschrieben, warum lädst du keine Videos mehr hoch und so. Ja, das gibt einen ganz besonderen Grund. Das ist hier quasi so ein Ankündigungsvideo, wo ich jetzt endlich das mal aufkläre. Ich habe eine YouTube-Pause eingelegt, weil ich war ein bisschen überfordert. Jetzt denken wahrscheinlich alle, boah, wenn du überfordert bist, wieso lädst du dann 5 Wochen Videos hoch für 5000 Jahre und so. Naja, ich labere eine Scheiße. Egal. Auf jeden Fall, ich habe mir alles überlegt, wie ich weitermachen soll und so. Ich habe eine kleine YouTube-Pause eingelegt und ich kann jetzt verkündigen, dass jetzt endlich mal demnächst wieder mehrere Videos kommen werden. Jetzt nicht so oft die Woche oder so. Ich habe mir überlegt, so ein Video die Woche, entweder Samstag, Sonntag oder Freitag. Also in diesen 3 Tagen kommt irgendwann vielleicht irgendein Video von mir. Und ja, das ist die kleine Sache, die ich euch damit mitteilen wollte. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt, zum Beispiel, ey, prank mal Leute draußen oder ey, mach mal Gummiessen versus echtes Essen oder ey, mach mal mehr 3 Uhr nachts-Videos. Schreibt es mir in die Kommentare. Oder schreibt mir per Instagram. Da bin ich jetzt momentan auch ein bisschen aktiver. Auf jeden Fall ein bisschen aktiver als vorher. Also ich lade jetzt nicht um die Runde 10 Videos und Fotos hoch, aber ich bin halt ein bisschen aktiver da. Ja, also dieses Video ist eins der ersten Videos. Es wird wahrscheinlich nachher noch eins kommen. Welches wird noch nicht verraten, weil ihr sollt euch auch ein bisschen überraschen lassen. Und wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, wofür ihr unzufrieden seid, schreibt mir, egal wo, egal wie, egal wann, schreibt mir einfach alles, was euch auf dem Herzen liegt oder so. Aber dieses Video geht generell daran, dass ich mich einfach mal bei euch bedanken wollte. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, da waren wir, ja, ich glaube, da waren wir 1320. Ob sich jetzt noch geändert hat oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, ja. Ihr seid die allerbesten. Wirklich, ich bin so stolz drauf. Ich hätte nie, wirklich, als ich YouTube angefangen habe, ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass so viel generell am meisten positive Bewertungen kommt. Klar gibt es auch ein oder andere da draußen, die das nicht mögen. Aber Leute, falls ihr das gerade seht, wenn es euch nicht gefällt, dann guckt es euch nicht an. Mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt wisst ihr den Grund, weshalb ich so lange kein Video mehr hochgeladen habe. Ich habe eine kleine Videopause eingelegt, weil ich einfach zu überfordert war. Das ganze Schneiden, das ganze Hin und Her, die ganzen Ideen einfallen lassen, alles abdrehen. Das war auch ein bisschen Stress für mich. Deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht. Also ich habe erstmal eine YouTube-Pause eingelegt, weil das alles für mich so viel ging. Und zwar, was für Videos demnächst kommen werden. Im Moment werden jetzt noch keine Reaction-Videos oder so kommen. Wahrscheinlich, boah, vielleicht kommen einfach so Vlogs oder so Unboxings, was auch immer. Oder 3 Uhr nachts-Videos, 24-Stunden-Videos. Da habe ich auch schon mal ein Video bekommen. Ich weiß nicht, wer das war. Falls du
falls du gerade deine Idee hörst, dann schreib es in die Kommentare oder per Insta. Ich habe mal einen Videovorschlag bekommen, 24 Stunden im Auto. Das ist ehrlich gesagt eine richtig geile Idee, die habe ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die umsetzen soll, weil ich muss ja dann wirklich da auch in dem Auto schlafen und das wird ziemlich schwer dann für mich. Ich höre jetzt mal auf, gekühlte Scheiße zu labern und zwar, wie gesagt, ich wünsche mir einfach, dass meine Videos bei euch positiv ankommen, wie sie bis jetzt eigentlich auch immer angekommen sind. Klar, die ein oder andere nicht. Manche sind ein bisschen anders oder so. Naja, auf jeden Fall schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt oder so. Auf jeden Fall, ich habe eine YouTube-Pause eingelegt, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen aktiver und es kommen auch wieder ein paar YouTube-Videos von mir online. Ja, das dazu. Okay, ja, keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Und zwar, ich habe gerade ein bisschen nachgedacht, was ich jetzt anderes labern könnte. Auf jeden Fall, heute kommt nachher auch noch ein Video online. Wie gesagt, welches es ist, es wird nicht verraten. Und was ich auch jetzt sagen könnte, es könnte sein, dass die Videos manchmal ein bisschen länger dauern. Also wenn vielleicht Sonntagabend oder Samstagabend erst ein Video kommt, dann bitte nicht verantworten. Ich habe neue Kameras und ich habe momentan richtig beschissenes WLAN. Und die Videos werden so langsam hochgeladen, wo ich mir immer denke, ey, mach schneller, Mann, die Leute warten schon. Und naja, auf jeden Fall, ich werde das Video jetzt gleich, wenn ich es fertig gedreht habe, schneiden, beziehungsweise eigentlich nicht schneiden. Das ist hier ein ungeschnittenes Video. Und ja, mehr wollte ich euch eigentlich doch dazu nicht sagen, weil ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich habe schon so viele Kommentare auf Insta bekommen. Ich weiß nicht, unter welchem Bild, aber irgendwo habe ich schon mal die Kommentare gefunden. Vielleicht hat mir auch einer mal privat eingeschrieben, warum du keine YouTube-Videos mehr machst. Wenn ich es finde, zeige ich es euch. Aber weiter, ob es da jetzt noch irgendwas anderes gab oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich da schon ziemlich viel gesehen. Und wir sind auf Instagram halt auch schon. Auf Instagram habe ich auch schon 99 Abonnenten. Das schaffen wir bestimmt noch die 100, oder? Das schaffen wir. Guckt auf Instagram, guckt auf TikTok. Bei Insta heiße ich Hobbylose Emmy zusammengeschrieben. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Auf TikTok müsste ich, glaube ich, auch Hobbylose Emmy heißen, wie auf YouTube auch. Und ja, also wie gesagt, das dazu. Ich bin einfach nur stolz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin stolz drauf. Ich bin wirklich stolz drauf, was ich mache. Und ich weiß einfach nicht. Also, das ist schon ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen alles nicht so einfach momentan bei mir. Und normalerweise, eigentlich kriege ich auch immer nur Videovorschläge von jemandem, von irgendwen auf Instagram. Aber irgendwo habe ich schon mal immer wieder gesehen, wieso kommen keine Videos mehr und so. Aber wenn du dir das Video jetzt gerade anguckst, dann müsstest du es wissen. Nochmal, ich habe eine YouTube-Pause eingelegt, weil ich halt einfach überfordert war und auch mal ein bisschen Zeit für mich brauchte und über alles nachdenke. Ich bin sowieso im Moment nicht in so einer Stimmung, wo ich eigentlich hätte Videos hochladen wollen. Der Grund dazu, den werde ich vielleicht auch noch irgendwann hochladen. Ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, euch das zu sagen. Und wenn das Video gut ankommt und wenn mich vielleicht irgendwelche Leute anschreiben auf Insta oder so, kannst du mal bitte sagen, was mit dir los ist oder was dich momentan bedrückt. Dann werde ich vielleicht den Mut zusammenfassen und euch sagen, was mit mir los ist. Aber ansonsten wird es vielleicht bei mir bleiben. Ich habe eigentlich überlegt, erst wieder Videos
zu drehen. Am 28.8. Weil der 28.8. ist bei mir ein ganz besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll. Es fängt mit G an. Aber ich weiß jetzt nicht, das ganze Wort werde ich nicht ansprechen. Aber vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, was jetzt kommt. Naja, auf jeden Fall, das dazu. Sachen wie Reactions, WhatsApp-Pranks oder so, die kommen erst später. Also die kommen auch noch irgendwann wieder. Oder wenn ich irgendeine verfluchte Nummer anschreiben oder so. Falls ihr auch irgendeine verfluchte Nummer für mich habt, die ich mal anschreiben soll, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare ballern oder so. Oder Vorschläge habt, nach welchen Nummern ich mal suchen soll. Könnt ihr mir das sehr gerne sagen. Ich bin für alles offen. Gut, das dazu. Das war mal wieder ein ungeschnittenes Video, beziehungsweise das erste ungeschnittene. Nee, ich glaube, ich habe schon mehr. Ach, ist auch scheißegal. Also, das war's dazu. Das war so eine kleine Infocard für euch, so eine kleine Information. Und so, auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen, wenn es da draußen noch viel mehr Leute gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann die 2000 Abonnenten schaffen. Schaffen wir das? Also es dauert wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Aber ich würde mich richtig freuen, wenn wir es schaffen. Ja, auf jeden Fall. Das war's dann jetzt so. Oh, Leute, ich bin absolut Banane. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sonst noch so labern soll. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich alle, ach, hör auf zu labern und lad irgendeine Scheiße hoch, ist mir egal. Auf jeden Fall. Naja, wenn ihr euch freut, dass ich wieder YouTube-Videos hochlade, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Oder schreibt mir irgendwo, wo es halt nur passt. Naja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und das war gerade mega unnötig. Egal. Ich wünsche euch gerade einen schönen Tag. Und oh, Moment. Ich habe eine Sache vergessen. Und zwar diesen Hintergrund hier, mit diesem fetten Bild, was wahrscheinlich irgendwann abkommt, keine Ahnung, oder vielleicht lasse ich es auch ran. Egal. Dieser wunderschöne Raum, in dem ich gerade bin, wird ab jetzt vielleicht mein Studio werden. Also ich werde jetzt vielleicht nur noch hier drehen, in diesem Raum, weil, ja, unten war es mir einfach ein bisschen zu, naja. Da, hier habe ich meine Ruhe, hier kann ich meine Videos fertig abdrehen. Hier habe ich sogar ein bisschen WLAN. Genug WLAN hoffentlich, um das Video hier direkt online zu stellen. Auf jeden Fall, das war's, sonst wird das Video hier zu lang. Und haut einfach rein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut's gerne. Da unten irgendwo findet ihr einen Abonnier-Button. Den müsst ihr einfach drücken. Das ist total kostenlos. Ich würde mich über jedes Abo freuen. Aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr kein folgendes Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Mist.